Pause. Ich glaube, 2 Tage haben wir noch. So. Ich bin jetzt quasi leer. Wie viel Platz habe ich? Ah, genug. So. Ich gehe jetzt sammeln und zwar in die Richtung hier. Waren wir hier schon mal? Ja, wenig, gell? So, ich sammle jetzt nur sammelbare Dinge. Und wenn wir irgendwo was finden. Also irgendwie ein Haus oder so mit Dingen drin. Aber jagen tue ich jetzt erstmal nicht. Wir haben genug Fleisch, bis wir das Fleisch zu Trockenfleisch verarbeitet haben. Dauert es 13 Jahre. Ja nun, ich habe ja gesagt, zur Verteidigung. Ich kann ja nicht ahnen, dass es mir so schnell entgegenspringt, das Fleisch. Eieiei. Kaum zur Tür raus, schon in trouble. Ich war doch noch gar nicht weg. So viel zu viel Fleisch. Gut, ich kann es verkaufen, aber... Voll das Aggro-Schwein. Ich wollte nur Pilze sammeln. Bestimmt wollte es mich unter die Erde bringen, damit ich Trüffel finden kann. Blümchen finden sich kaum welche. Finden sich kaum mehr welche. So. Wie viel wir heute finden. Beziehungsweise wie weit wir heute kommen. Geh mal am Wasser entlang, da sehe ich mehr. Das wird ein schöner Spaziergang. Hier, schieß.
Das ist ein Gebäude. Auf die andere Flussseite wollte ich jetzt eigentlich nicht gehen. Ich wollte eigentlich schon auf dieser Seite bleiben. Steinpilze sieht man kaum. Und die bunten Blumen sieht man schön. Wiesens. Soll ich nicht zu nah ran? Ich glaube, die sind mir nicht gut gesonnen. Obwohl die mit ihrem dicken Kopf eher aussehen wie Bisons. Die sehen eher aus wie Bisons. Als wie Wiesens. Hirsche? Ja, ich könnte eigentlich rübergehen. Stimmt schon. So, mal hier. Cool. Ich kann mal hier mal hoch. Ja, das Haus muss warten. Wir gehen jetzt weiter. Bis wir den Fluss sehen. Und den laufen wir dann hoch. So offene Flächen finde ich viel besser. Kann man die Gefahren besser sehen. Hallo Hasi. Schon cool. Auch schönes Ambiente. Dass ich mich mal daran halte, nicht zu jagen und nur zu sammeln. Das ist. Aber wenn wir noch mehr Fleisch haben, verdirbt das alles. Das wäre zu schade. Wenn ich jetzt 100 Trockenfleisch mache, das wird sehr langweilig zum Zusehen. Ja, ja. So. Ach, ein Hirsch. Ich dachte schon ein Bär oder... Wieder so ein wildes Schwein.
Ja, ist ja wirklich, wirklich winzig, der Fluss. Oh, wie süß. So, den gehen wir jetzt hoch. Ich bleib gerne in Wassernähe, da ist die Chance zu verdursten nicht so hoch. Nur zur Sicherheit. Der letzte hat mich auch angegriffen. Aus heiterem Himmel. Pilze. So, eine nette Schaufel nehmen wir mit. So, wollen wir in die Truhe reingucken oder weitergehen? Weitergehen, sagt. Okay. Natürlich gucke ich rein. Oh, neues Level. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. So, überleben. Das ist Prozent schnellere Bewegung im Wasser. Das wäre nicht schlecht. Das nehme ich. Bin immer so langsam im Wasser. So, Hafer. Oh, das ist gut. Und Münzen. Münzen sind auch immer gut. So, liegt hier noch irgendwie ein Beutelchen oder so? Nicht? Frechheit. Immer auf der Hut. Immer schön wachsam bleiben.
Das ist kein Fliegenpilz, das war ein Schwimmpilz. Ja. Gucken, was wir an der Quelle finden. Viel Johanniskraut. Sind wir bald da? Ja. Was? Hä? Aber da geht's doch weiter. Geht's doch weiter. Dann macht doch die Karte nicht so groß, wenn man nicht bis zum Rand laufen darf. Das ist ja fies, das ist ja die Hälfte der Karte hier. Ich wollte wissen, was an der Quelle ist. Das ist fies. So, Let's Play wird beendet. Breche ich ab. Nach dieser Folge ist Schluss. Hab keinen Bock mehr. Wenn die Karte zu winzig ist, dann habe ich keinen Bock mehr.